Guten Morgen, wir haben 7:45, nee, 8 haben wir jetzt und Dominik ist schon arbeiten. Ich schneide jetzt gerade das Video von gestern und Joanna ist gerade eben wach geworden. Bei mir und ich sind jetzt schon seit 7:30 wach und die Joanna hat sich sogar schon angezogen. Denkst du, du hast Schule? Du siehst nur voll verschlafen aus. Ach, süß. Ja, 8 Uhr ist für Joanna schon dann, normalerweise ist eine Frühaufsteherin. 8 Uhr ist okay. Morgen bis 8:30. Gabi. War nämlich gestern ja auch noch lange wach. Und die Kleine hat durchgeschlafen. Richtig schön. Die war einfach total erschöpft von ihrem der Körper. Mama! Ist nicht mehr mitgemacht. Mama! Jetzt ist sie wieder gut drauf, so wie wir sie kennen. Mama! Gestern hat sie irgendwie so Stand-by-Modus gehabt. Warte kurz, einen Moment. Das kennt man gar nicht von ihr. Du bist immer laut und wild und immer unterwegs. Bye. Bye, bye, bye. Ballo, ballo, ball. Ballo, ballo, ball. Oh. Richtig hübsche Zahn hat sich heute angezogen. Schwarze Hose. Platzt das Mehl bald auf. Ja, nee, das wäre gar nicht gut, wenn ich die ganze Küche hier voll Mehl hätte. Aber jetzt will ich es natürlich mit spielen, klar. Weil du das hast, die große Schwester. Mir sag mal bitte. 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 Die kann so gut reden, das ist unglaublich, was sie für Wörter. Ich weiß, ne? Die sagt das manchmal nicht. Ja. Wenn die Lust hat, dann sagt die das. Auto, Opa Adi, Opa. Was hat die noch gestern gesagt? 1 und 6 und 10. 8 hat die auch gesagt, genau. Die sagt richtig tolle Wörter. Hallo, sagt die auch. Hallo ist schwer. Finde ich für Kinder mit dem L. Aber die sagt Hallo. Ja, bye bye, klar, sagt die auch. Ist sie gut? Danke. Nein, kann sie auch sehr gut. Lamia, sag mal Hallo. 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 Lamia sagt mal 8. 8. Ja. Lamia, sag mal bitte. Du bitte. Bitte, genau. Bitte. Bitte. Du musst immer... Du musst immer bitte sagen, wenn du nichts sagst, ist es bei meiner. Sag wieder bitte. Die hat ja schon bitte gesagt. Sag mal bitte. 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 Dick. Dick. Ball. Der Ball ist dick. Der Ball ist dick. Sag mal Ball. 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 Yay! Sag mal dick. Yay, der fühlt sich total eklig an, ne? Finde ich auch. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Hast du heute wieder 2 verschiedene Socken an? Wie geht das? Wie machst du das? Ich habe dir letztens so viele Socken gekauft. Kann doch nicht sein. Ich habe dir letztens noch gesagt... Ich gehe überall rum. Ja, weil du hier eine ausziehst und da eine ausziehst und dort eine ausziehst. Und ich finde die überall nicht. Ich mache die immer aus, weil es dann viel gemütlicher ist. Und da ist immer so eine... Ja, was hat das dann, ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass du immer eine hier ausziehst und eine dort. Und ich suche die überall. Und dann willst du teure Violetta-Socken haben. Die haben wir doch gesehen. Ja, die haben wir ja gesehen. Hallo. Meine Hübschen, wir haben jetzt 9:30. Wir haben uns entschieden, dass wir 3 zusammen frühstücken gehen. Und danach gehen wir zum Kinderarzt. Dann ist das auch nicht so voll. Der Papa kommt. Ah, der Papa, der ist schon seit 7 Uhr aus dem Haus. Der kommt gegen Nachmittag, denke ich mal. So, irgendwas im Hals.
Bella Bello vergessen, ist nicht gut. Bella Bello vergessen. Ich habe hier eine Wimper. Nervig. So, gut. Dann wollen wir mal los. Lecker Frühstück. Ich hatte nämlich Hunger. Wer hat noch Hunger? Ich. Na, Mia, hast du Hunger? Ja. Ja. Du hast doch schon zwei Kastanien. Eine und zwei. Und noch eine. Also zwei. Jeder hat eine Kastanie. Okay? Ja.
Nee, lauf mal hier, Schatz, da nicht. Komm hier hin. Quentin? Nein? Komm. Lauf mal zum Quentin oder kommt ein Auto, Schatz. Komm her. Quentin, komm. Na doch nicht. Ist wieder abgebogen. Alles gut. Ja, ja. Ja, wir sind spazieren. Und Joanna ist bei den Nachbarskindern und ist da draußen auf dem Trampolin am Toben. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt eine Runde mit dem Quentin. War noch beim Arzt. Sie sagte, das liegt auf jeden Fall an den Zehen, weil so an sich ist sie gesund und fit. Hat uns dann so ein Pulver gegeben, was ich auflösen muss. Was sie dann trinken soll, einmal am Tag. Ja. Um den Elektrolytehaushalt, glaube ich, um den auszugleichen. Ansonsten haben wir auch noch für den Urlaub Kortisonzäpfchen gekriegt. Hat die gesagt, direkt verschrieben und gesagt, kein Problem, mache ich, wenn was ist oder so, dass sie was haben. Wie gesagt, in Verbindung auch mit dem Venestil, super. Können wir auf jeden Fall geben, ohne Probleme. So. Und die Kleine hat zwei Kastanien gefunden. Und läuft und läuft und läuft. Ui. Ui. Und einen Stein hast du auch noch? Ja. Ja? Oh. Oh.